Ja, das letzte Mal auch nicht geholfen, als ich in die Lava gespuckt Wieso sollte ich auch? bin. Als ob ich mich davor Der schmeiße Vulkan. oder wegschmeiße oder was? Nee. Das war voll vergessen. Was? Nee, ich meine, der Wassereimer hat mir Ach das letzte Mal so. nicht geholfen. Nee, ne? Ich dachte schon, ich hab dich in Wasser, in Lava, habe ich so gerade verstanden, in Lava geschobst. Wir stehen hier doof rum und klatschen hier an. Ah, das Schloss steht da noch halbwegs in der Luft. Ja, deswegen habe ich gerade gesagt, die Plattform. Oh, nee! Och, was ist denn hier los? Wow! Warte, ich hatte gut, dass ich gerade aufnehme. Scheiße, was ist das denn hier? Puh! Nicht explodieren, nicht explodieren. Ja, hast du? Oh, ja. Ja, ich Double habe noch nicht mal Team. gestartet mit der Aufnahme. Das sind die Outtakes übrigens, Leute. Wir haben gerade geplant, was wir bauen wollen. Genau, wir. Dann starten wir am besten erstmal. Hi und herzlich willkommen zu. Monstermäßiges Hallo. Ich bin doch noch gar nicht bei der Klappe, Zwerg. Ey. Hi und willkommen zu Tomb Raider mit Indiana Spooky und Sandy Croft. Wo bist du denn jetzt? Gib Da hier so. oben an Achso, da rennt der hier weg, wenn ich die Leute begrüße. Wie unhöflich bist du denn, ja? die. Ja, jetzt erweitern wir mal das Gebäude hier, weil. Ey, ist das ein Krach, oder? Warte mal, ich hau den mal erst aufs Maul hier. Ach, bloß eine, oder? Ne, sind zwei, oder? Hier ist noch einer, ja, seid doch. Wie ihr Scheiben. ne, eben sehen konntet, war ja hier schon Action pur aus Skelett. Ich lock das mal um die Ecke. Eigentlich wollten wir ja bauen, aber wir haben jetzt hier noch einen Spawn. Ich finde das aber cool, weil. Oh, nicht runterfallen. Weil die. Du Arsch! Der klaut mir meinen Kill, ich fass es, ja. Ohne Der Hexe, lag so Hexe, da. ich will, War ich will. ja ein Schneemann. Schneemann ist eine Hexe! Stopp, Hexe! Warum tut Der die? ausgesehen Aua! an die Ecke wie ein Schneemann. Ja, vor allem, die hat mich vergiftet, glaube ich. Oh, Glowstone. Staub. Wo ist denn der? Ja, Taschen voll. Super. Was hat die überhaupt mit mir gemacht? Langsamkeit. Wow. Okay. Ja, super. Wetten, jetzt sind sie oben, die ganzen Monster, wieder da. Wenn wir hier Wahrscheinlich. unten sind. Monster Ich habe da eben da. was gehört. Uff. Genau, heute machen wir Action. Wir sind auf der Jagd. Indiana Spooky macht heute einen auf, wie hieß der Typ damals? Der Sinclair Bringt die mit Peitsche. Vornamen. Oh, da ist noch eine Hexe. Na komm, Hexchen. Redfield. Die darf nicht runterfallen. Das hat die mich nämlich beschmeißen können. Hilf mir doch mal. Ach so, da bist du. Wenn ich jetzt verrecke, mich am Arsch. Nee, doch nicht, ist nur. Puh, schnell was essen, ey. Eine Ich Melone. glaube, wir müssen gleich mal ein paar Kühe schlachten. Also, wer du tötest, also ich mach das. Also, falls Quitschi ich töte, darf nicht Quitschi Buh und nicht Dingsbumsen töten. Dingsbumsen, ich mach mal hier die Türen zu, übrigens. Sehr schön, dass du dich an meinen Namen erinnern kannst. Ja, ich kann mich immer nicht an meine Männer erinnern. Ich scherze, so viel hatte ich hoffentlich noch nicht. Das. Oder? Na egal. Vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen. Scheiße, jetzt hat die Tür wieder aufgemacht. Nein, nicht abhauen. Das ist natürlich sehr vielversprechend. Ich bin ja erst 21, da kann man noch nicht viel Erfahrung gesammelt haben. Warum betone ich das eigentlich immer so? Eigentlich wisst ihr ja, dass ich erst 21 bin. So, ihr füttert, jetzt werden wir mal ein paar schlachten, weil wir brauchen jetzt wirklich unbedingt langsam was Vernünftiges zu essen. So, Spooky steht nicht auf dem Essen, das ist doof, jetzt weiß nicht, wer er davon ist. Spooky, zeig Der dich! erste, der kommt, wenn du das Weizen hinhältst, Na, wahrscheinlich. ich mache ich jetzt mal. Irgendwie reagiert gar keiner. Doch, die Kleinen, super. Die Babys, das sind all deine Söhne. Fasset, ja. Die Großen kommen gar nicht. Ja, weil die gerade, Danach die kommt hatten von gerade schon Spooky und ihren. Quitschibu. Ja, die haben ja gerade Sex gehabt. Oh, die erste. Hier ist er. Hier, das ist Spooky. Spooky, wird ja mal besser, der Name, oder? Ja, Spooky. unglaublich. Das ist Spooky. Und wo ist jetzt Quitschibu? Na egal, wir hauen jetzt mal irgendeine. So, wir brauchen nämlich wirklich Essen. Übrigens, meine Taschen sind voll, glaube ich. Wo war ich denn jetzt? Das Fleisch? Ach, Liegt das da riecht hier noch. immer noch. Ich muss irgendwas wegschmeißen, ne? So. Davon haben wir ja Gott sei Dank genug. Wir haben jetzt auch Leder, siehst du? Ist cool, weil wir haben ja auch Ja. Papier. Dann können wir schon mal ein paar Bücher machen. Dann geht mal. So, 19 mal Fleisch habe ich. Das müsste erstmal reichen, oder? Hoffe ich. Wenn nicht wieder hier der Nether Crunch heimlich auftaucht.
Und rippt das weg. Die ganze Burger. Und, ja, vor allem, der hat das immer noch in der Tasche. Ne? Ich fasse das ja. Ein bisschen Ordnung hier machen. Sind wir hier bei Hempels unterm Sofa oder was hier? Mein Sohn sehr schlecht erzogen. Ey, das ist dein Sohn, meiner ist es nicht. Gerade in dem Augenblick. Noch habe ich nicht geboren. Achso, ich suche gerade hier die Öfen. Also, wenn du ihn noch nicht geboren hast, wie kann er dann mein Sohn sein? Ja, wer weiß, mit wem du fremdgegangen bist? Boah. Vor allem sind wir hier kein Paar. Ich bin Sandy Croft und du bist in der Spooky. Hallo, ja. Ich höre übrigens schon wieder einen Zombie irgendwo. Was ist denn der? Leben aber auch gemeinsame Abenteuer. Ich hab doch nicht dieser. Doofmann. Wo ist denn der Zombie? Ich höre den doch. Hörst du den? Wo ist der denn? Ja, ich höre ihn. Ey, der ist doch in unserem Haus, oder? Ja. Nee. Oder du hast die Türen eingebaut, wa? Kann sein. Reicht das? Weil kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Der ist hier unten drunter, glaube ich. Der doofe Zombie. Mal gucken. Nee, jetzt höre ich ihn ganz leise. Irgendwo hier in der Steinwand oder so sein. Ja, ja, weil hier unten ist er nicht. Ist ja gruselig heute hier. Ich höre hier auch, hier ist auch gar nichts hier unten. Ich sag jetzt nicht, die Sonne geht schon wieder unter, oder? Ach nee, die geht auf. Nee, die ist gerade aufgegangen. Oben ist er auch nicht, ne? Tja, ja, wo ist denn der? Der wird irgendwann eingemauert. Der ist eingemauert. Ich höre jetzt auch nichts mehr, oder? Doch, ich glaube, der ist hier zwischen. Oh, guck mal, hier ist Cola. Oh, ja. Scheiße, scheiße. Und Wasser. Ich glaube, ich habe das Ding gerade zerstört, oder? Oh, scheiße, das habe ich auch gerade kaputt gemacht. Die Lava ist weg. Ach nee, die ist noch da, Gott sei Dank. Aber ich habe da unten gerade ein Loch eingehauen. Wie kann das denn jetzt sein? Hä? Ich habe von unten wahrscheinlich den Generator benutzt. Ist ja verrückt hier. Dachte schon, ich habe jetzt hier wie Spooky, so richtig Spooky-mäßig was kaputt gemacht. Ey, ich sag, kannst du wirklich von hier unten benutzen? Gehör. Das läuft zwar jedes Mal Wasser raus. Ey, was ist denn jetzt? Warum brenne ich? Wie hast du, wo war der denn? In meinem hinter meinem Haus? Auch kick mir, ist der Kies. Aber ich lasse das mal da, wo es ist. Aber guck mal, komm mal mit, ich zeig dir mal was. Wir haben einen versteckten Generator sozusagen. Den können wir von hier unten auch verwenden. Da kommt zwar jedes Mal Wasser raus. Und ich glaube, ich sammle auch nichts ein, nicht wirklich. Also, warte mal, ich mach mal die Taschen leer. Vielleicht liegt es daran. Ich stopfe jetzt mal alles, was ich habe, hier rein. Obwohl, das fällt ja auf, wenn es das ist. Weil ich glaube, jetzt müsste ich... Geh mal weg da, bitte. Was machst du denn da? Geh weg, ist meins. Nee, irgendwie kann ich nichts einsammeln. Nee, ich habe irgendwie auch nichts. Oder es sammelt, oder es liegt alles oben. Ich geh mal gucken. Das wär's ja. Wie bescheuert ist das denn? Das liegt hier bestimmt irgendwo... Nö. Das muss in der Lava irgendwie... Aber das ist doch merkwürdig, oder? Nö, hier ist nix. Müssen wir doch von hier oben machen. Das ist ja falsche Stein wahrscheinlich, weißt du? Das ist ja der das Wasser bloß aufhält. Der verwandelt sich wahrscheinlich, ne? Also verwandelt sich, der wird nicht verzaubert. Da unten fällt ja schon wieder ein Stein an. Und wie kriegen wir den da rein? Ich geh mal runter, weil da muss ein Stein eigentlich rein. Weil sonst kriegen wir unser Zeug nicht. Okay. Siehst du? Obwohl, kriegen wir so oder so anscheinend nicht. Doch jetzt. Das ist bekloppt, oder? Ja. Nee. Kann man das nicht zumachen, das rechte Loch hier? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Doch. Obwohl... Geht's dann noch? Ja. Cool. Das ist irgendwie buggy hier oder leckt. Ich glaube, ich habe auch die Frames zu hoch eingestellt. Was wollten wir überhaupt machen gerade? Jetzt bauen wir hier Steine ab, ey. Wir waren noch am Plan. Genau, wir wurden ja leider gestört hier von einer Horde Creeper. Ja. Irgendwas wollten wir, aber wir hatten doch schon eine Idee. Genau, wir wollten das Gebäude hier erweitern. Genau, machen wir das einfach. Ich setze da einfach jetzt mal Steine ran. Nur schwer kann es ja nicht sein, hoffe ich. Oh. Obwohl, dann komme ich. Das lasse ich mal frei, ne? In zumindest zweier. Ja, so. Die Plattform noch ein bisschen breiter, ne? Ja. Na super, jetzt habe ich alle meine Steine, glaube ich, in eine Kiste gestopft.
Haben wir noch irgendwo Holzstufen? Dann können wir das ja hier mal mit Stufen versehen, weil das nervt echt, hier mal hochzuhüpfen. Der Spooky kann nichts vernünftig machen, ne? Das sieht hier aus wie bei ihm zu Hause. Hey, ich hatte eine vernünftige Treppe, aber das haben ja andere Leute ja wieder. Ich war das geschlagen. Nicht, das war dein Sohn. Also, ne? Das hast du versaut. Oh. Das merke ich. Aber nicht. Wir haben auch kaum. Also, hatten wir nicht wohl ein Holz? Ich hab Holz, ja. Okay. Übrigens, ja, wir haben jetzt gegeben. Essen. Ich gebe dir auch 9 Stück von 19 ab. Was mache ich hier überhaupt? Da, hier, bitteschön. Oh, endlich mal Fleisch, ey. Habe ich das jetzt eingesammelt? Nee, was war denn das? Holz. Warum? Ach so, okay. Ich dachte, jetzt wollte es mich ärgern. Ich wollte ein paar Stufen machen, dass wir wenigstens da vernünftig hochrampeln können. Ja. Wie viel brauchen wir denn? Hast du mal, habe ich jetzt nicht darauf geachtet, wie hoch das ist? Ich mache einfach mal. Zur Not mache ich nochmal welche. Du kannst ja, wenn du magst, schon mal weiterbauen da. Dann gucke ich, weil ich bin ja eh da noch nicht so geübt. Was heißt das? Ich gebe ihm Geld. Was? Ach, heißt. Soll das? Ich übersetze einfach mal. Also im Prinzip muss mir. Ja, bla bla. Boah, Schweinsbohrner sind aber teuer, wa? Ja, ja. Gerade, ey, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich muss mal eine Augen-OP oder so machen lassen. Boah. Hier nee, mit. Das schon richtig gesehen. Ey. Wenn man überlegt, da haben wir ja richtig ein Schnäppchen wahrscheinlich mit den Kühen hier schlagen. Die sind wahrscheinlich sonst auch immer viel teurer. Weil wenn du es so siehst, ist ja, glaube ich, das Rindfleisch hier am PC, in der PC-Version am effektivsten. Mir mal aufgefallen. Ich habe ja alles auf meinem Singleplay. Und irgendwie stellt Schweinefleisch auch nur 3. Entschuldigung, jetzt muss ich hier echt gähnen, ne? 3 Herzchen her und das Rinderfleisch 4 und hält auch länger, habe ich das Gefühl. Okay. Deswegen staune ich das andere, weil vor allem das ist ein Schweinespawner mit dem der. Ich habe umgekehrt gesagt. Wie bitte? Du hast doch immer gesagt, das Schweinefleisch hält länger. Ja, dachte ich zumindest, aber ich habe es jetzt mal ausprobiert. Stimmt nicht. Ah, und sie machen nur 3 Hunger weg. Die Schweinedinger, auf der PS3 machen beide 4 weg. Deswegen staune ich gerade, dass die so teuer sind, weil eigentlich kannst du ja mit dem Schweinefleisch nichts anderes machen, außer fressen, ne? Entschuldigung, essen. Ja. Vielleicht haben sie das auch wieder geändert, ey. Wer weiß, ich bin ja noch nicht so lange dabei. Kann aber hier eine Doppeltür machen, ja, aber. Ja. Hat das nämlich auch anders in Erinnerung, aber ich glaube jetzt, ich meine jetzt muss ich mich aber auch, jetzt weiß ich auch wieder nicht. Ich habe auf der PS4 extra nochmal nachgeguckt, ob das Rindfleisch auch 4 macht. Deswegen, also mir sind im Grunde egal, 3 reichen eigentlich auch, aber 4 ist wirklich 4, ne? Ist echt krass, finde ich schon cool. Deswegen habe ich jetzt Singleplay, also auf meiner eigenen Map, meistens Kühe, weil ich finde das echt praktisch. Erstens kriegst du hier auch Leder. Ja, und kannst du noch Milch holen im Genau. Notfall. Und die heilt ja, soweit ich mir gesagt wurde, ja wohl Vergiftung, ne? Ah, stimmt, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, aber wer trägt denn schon die ganze Zeit eine Milch mit dabei? Ich wollte eigentlich sagen, Milcheimer mit. Weil ich nicht. Also ich gehe meistens nur mit einem Wassereimer irgendwo hin. Das habe ich ja jetzt mittlerweile gelernt. Ja. Wassereimer habe ich auch immer dabei. Scheiße, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade baue, ne? Ja, aber das letzte Mal auch nicht geholfen, als ich in die Lava gesprungen bin. Wieso sollte ich auch? Was soll ich mich da vorschmeißen oder wegschmeißen oder was? Nee. Das war voll vergessen. Was? Nee, ich meine, der Wassereimer hat mir das letzte Mal nicht geholfen. Nee, ne? Ich dachte schon, ich hab dich in Wasser, in Lava, habe ich so gerade verstanden, in Lava schubst. Das kann ich mir auch noch vorstellen bei dir. Ja, ja. Ich hab schon einen ganz schlechten Ruf wegen dir. Die haben alle Mitleid mit dem armen Spucki. Übrigens, hilf mir mal. Ich mach das jetzt mal ganz breit. Das ist wie so ein Grenzstreifen. Sieht das aus wie nur noch der Sandstreifen in der Mitte, ey. Oh Mann, ey. Aber der hat so eine geile, wo ist denn das? Der hat das so cool gemacht. Das hab ich vorher noch nicht gesehen. Ach, du erweiterst gerade wieder die Plattform, oder was? Ja. Ah, okay. Wump, da stehst du gebückt an der Stelle, wo du nicht gebückt stehen musst und nicht schlecht. Ach, du versuchst das Holz wegzumachen, oder was? Nee, ich dachte schon. Ganze Zeit gebückt.
Ach, wir bauen das jetzt eine Note, kann man ja immer noch umändern, wisst ihr? Was ist das hier eigentlich? Ach, unser, eigentlich passt der ja total dazu. Da müssten wir eigentlich auch noch so eine Dinger oben drauf machen, so eine Half-Steps. Ach scheiße, ich habe den Timer übrigens nicht gestartet. Ups. Wie lange, weißt du ungefähr, wie lange wir schon jetzt hier rumlabern? Nee. Wirklich. Warte mal, bleib mal auf der Stelle stehen, ich brauche es zwischenspeichern.